Herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge hier am Marsch. Wir ernten aktuell Mais. Wir werden nachher noch eine Ladung Gerste zur Brauerei fahren. Aber ich muss mal ganz kurz schauen, wie er die Wendung schafft. Weil der andere ist nämlich gegen den Zaun gefahren. Gut, der kommt rum. Alles gut. Was machen die beiden? Treffen sich gerade so ein Bier oder was? In diese Brauerei. Man weiß ja nie. Gut, solange sie nicht im Haufen fahren. Und so tragisch. Der andere ist bei. Der ist voll. Das finde ich nicht schlecht. Dann fährt er rückwärts. Das ist dann gut gelöst, ne? Wenn er was macht. Dieser Flug ist, glaube ich, fertig. Das hat er hingekriegt. Also einer vor der Nase fährt, ist eh wesentlich erstaunlich, ne? So, gut, Flügen nicht so wichtig. Das ist immer doppelt zu breit genommen. Aber egal, das ist doch nicht schlimm. Das ist. Das kann man irgendwo nacharbeiten. Na gut, okay. Beim nächsten Mal wird besser. Ich wollte Gerste zum Dings fahren. Das war mir auch ganz wichtig. Wir könnten auch die Milch gleich verkaufen. Die Milch, wo ist die Milch? Dann haben wir Geld verdient. Der war gerade schnell. So, die Restmilch haben wir jetzt verkauft. Den Rest auch noch rein. Und zu. Der Markt war vorne noch leer. So, fahren wir zurück. Zum globalen Markt, die restliche Milch reinknallen. Wenn wir immer den LKW wegfahren, ne? Platz machen, ne? Zumindest Platz. So. Geht gleich weiter. Wir müssen hier mal die Milch abkippen. So, jetzt die Milch weg. Du fahrst immer zum Händler. Ja, zum Lager. Händler ist gut. Ich hab kein Bier getrunken. Ist auch noch nicht so weit. So. Na, da fahren wir uns doch garantiert fest. Baum und Laterne. Ja, typisch. Da dachte ich erst, ich komme durch. Und dann habe ich so gedacht, na, das ist doch riskant, ne? Und fahren doch lieber doch ein Stückchen zurück. Gut, zum Not Laterne verkaufen. So, Gerste. Haben wir noch Gerste da? Wir haben aber Gerste ein bisschen Verlust gemacht. Also, da sind ja zwei Ernten schief gegangen. Also, da eh voll. Wie gesagt, da würde ich ja versuchen, das hinzukriegen, dass wir einen eigenen globalen Markt kriegen. Wegen. Das bietet sich an. In Thüringen habe ich viel Getreide. Aktuell
in der Aussaat, also in der Erde, schon Wachstum da und, was noch wichtiger ist, das wird noch geerntet. Das dauert zwar noch eine Weile, weil es ja gerade Frühling begonnen, aber wie gesagt, das ist mein Ziel, das optimal zu nutzen, um das entsprechend hier ausreizen zu können. Umgekehrt werde ich andere Sachen halt hier verkaufen, also globalen Markt, Dünger, Saatgut. Sie können zwar auch vor Ort herstellen, aber ich brauche ein bisschen Gleichgewicht, denn nur reinschmeißen bringt dann auch nichts, ne? Also Produkte, Quark und so kriege ich da ja nicht verkauft, also muss ich das entsprechend anpassen. Hat zwar mal einen Mod gemacht, dass man überall verkaufen kann, die Produkte von der Marsch. Er wollte das selber auch probieren, ob das geht. Macht aber nur Sinn, wenn es geht. Also Kies und Sand. Jo, oh, gut. Ich sag mal, wenn ich beim Lidl oder Lidl Dings heißt hier beim Thüringen, da auch noch was verkaufen kann, Bier und so, ja, dann kannst du doch auch reinschmeißen, ne? Als Beispiel. Da haben wir noch ein paar Bäume, die müssen wir im Winter machen. Aber wie gesagt, das ist nicht heute wichtig. Da haben wir schon gesehen. Oh, gleich eingreifen. So. Deswegen hat der Verband so wichtig, weil der andere würde warten und nicht einfach hinterherfahren. Ja. Also so würde im Prinzip nichts passieren. Also kein Unfall in dem Sinne vergrößern würde. So. Das muss auch noch gepflügt werden, aber wir haben noch genug. Morgen ist ja noch Zeit. Anführungszeichen, ne? So, liefern wir die Gerste bei einer Brauerei ab. Wasser hatten wir mal vorher gut voll gemacht. Die Säule bis oben. Und jetzt knallen wir die Gerste hier rein. Wir verkaufen müssen wir heute ja nicht. Das machen wir, wenn wir Zeit haben. So, nochmal. Gucken wir gleich nach. Malz ist noch gut gefüllt einigermaßen, Paletten ist sehr voll. Die haben mittlerweile 44.000. Gut, Gerste haben wir jetzt voll. Hopfen, naja, wird Zeit, dass wir mit Malz haben noch 90.000. Wasser ist sehr voll. Gut, und da der Liste kann man ja sehen, was voll ist, was fehlt. Hopfen, was haben wir da auf Lager? Das ist ja ganz wichtig. An Hopfen wird es hängen bleiben, also das kriege ich in Thüringen nicht hergestellt. Tausendneunhundert Bier verkaufen, noch nicht so wichtig. Hopfen muss vorne irgendwo sein. Gers, Kompost, Tabak. Tabak habe ich auch schon was drin, aber das geht ja für Pflanzenschutz. Hopfen habe ich drin, naja, immer 401.000, naja, immerhin. Da können wir schon einiges mit anfangen, ne? Nächste Woche fahren müssen. So. Dann können wir die Milch verkaufen. Also abschließen den Verkauf. Eingelagert ist. Das ist gut. Das klappt. Das ist ein Grunde, was du allein nicht machen kannst, komplett. Das ist im Grunde, naja, ist schon möglich, aber dann musst du halt um die Erde kümmern, ne? Und nicht um noch Produktion oder andere Sachen, ne?
hätte ich heute Flügen nicht können. Also nebenbei kaufen, Flügen, BGH noch Förderband in Betrieb nehmen und so, das ist dann, man muss immer eins vom anderen machen, ne? Denn meistens eigentlich so eine Frucht, wo der schnell voll ist, ne? In Anführungszeichen, ne? So, wir holen mal Hopfen holen, ne? Zumindest mal schon mal voll machen. Ja, nacharbeiten und flügen, dann machen wir dann morgen. Hingehen. Das ist jetzt die heutige vorletzte Folge. Ich wünsche allen einen schönen Samstag. Morgen Sonntag. Ich wünsche allen einen schönen Sonntag. Was ich in der nächsten Folge vergessen sollte, passieren könnte. 10 Minuten. Ja. Hoffe, ihr schaut so lange. Dann könnt ihr auch die Wünsche entgegennehmen. So, halt. Also. Erstmal hier abstellen. So weit laufen will ich auch nicht, ne? So, Mehl verkaufen. War ja vorne noch leer. So, 310.000. So, maximal. Hier kann man noch ein bisschen einstellen, wenn man weniger verkaufen möchte, falls der Preis nicht stimmt. Bestätigen. Haben wir Geld. Jetzt können wir gleich mal reingehen und das ist verkehrt. Und hier die Schulden zurückzahlen. Weil die Zinsen sind ja immer meistens gewaltig. Ne? Also wer Schulden hat, ein Jahr geht's. Im zweiten Jahr steigen die Zinsen schon deutlich. Und in ja, und dann geht es immer höher. Hat nicht ganz gereicht, aber immerhin. Heute Nacht kommt ja die BGH. Bisschen, ne? Das kann immer stehen bleiben. Vielleicht kaufen noch einmal Dünger. Und meine Nachbarn machen wir Tanz oben. Weiß ich, was hier oben treiben. Keine Ahnung. Was sind Jugendliche treiben? Die Kinder. So, weiß nicht. 16 oder 15 oder 14. Doch sind Eltern wieder aus. So, Hopfen. Da gestern 4000, damit das machen wir nichts. Raps haben wir, achten, da brauchen wir keine Fabrik bauen. Raps ist hier auch schief gegangen. Mais können wir gut verkaufen. Trikale, ja gut, das war Schussenofen vielleicht mal für Mehl. Aber Mehl steht bei mir nicht ganz oben. Tabak, ja, wollte was herstellen. Tabak, da wollte ich was herstellen. Und zwar Dings da. Plantenschutz. Dass die Bierproduktion nicht entstehen kommt, ne? Obwohl das reicht sowieso nicht bis zur nächsten Ernte, aber wie gesagt, erstmal will ja im Winter gut verdienen, ne? Vielleicht können wir noch ein oder andere Feld kaufen. Oder einen Stall für Schweine, vielleicht auch für Schafe. Mal sehen. Für Wolleproduktion gibt es ja auch eine Stoffproduktion irgendwie. Schauen wir mal. Oder noch näher beschaffen, anschauen. Heute ist wichtig, dass wir mal die ganze Maisernte erledigen und Flügen sieht auch gut aus. Das sieht auch fast fertig überall. Und der Rest wird halt später gemacht. Ne? Gegenverkehr. Normalerweise rechne ich mit keinem Gegenverkehr hier. Gegenverkehr habe ich ausgemacht. Muss mir nicht mehr den, naja, unkontrollierbaren Autofahren rumplagen hier, ne? Das ist nicht notwendig. Die fahren ja stur ihre Runde und wenn sie irgendwo stehen müssen, bleiben dürfen, geht's hupen los. Obwohl die genau wissen, das ist verboten. Hupen ist ohne Grund, triftigen Grund, Gefahrenhinweis, verboten. So. Welche Verkehrspolizist würde ich alle mal die Flappen wegnehmen? So, die haben keine Flappen mehr, darum fährt doch keiner mehr.
So, innern sich. Deswegen fährt hier keiner mehr. Alle Flammen sind weg, weil sie da unten gehupt haben. Haben uns aufgehupt. Und also habe ich ihn mal von der Straße geschoben. Weil ich sauer war. Zu oft haben die mich geärgert. Aber was soll's, ne? Ist halt so, ne? Ein KI-Verkehr, der kennt nichts, der fährt seine Strecke ab, das ist. Da wollen die auf der Straße alle automatisch fahren lassen. Ja, ne, voll ein Ding zu laufen. Ich möchte mal gerne mal sehen, welche Versicherung das macht. Das ist die entscheidende Frage. Wer ist haftbar, der Fahrer oder das der Hersteller für die Software oder für die Hardware an sich? Da muss ja einer haftbar sein für. Ist ja nicht so, dass es so, da kann ich brauche ich ein bisschen arbeiten, ne? Zumindest ist keine Unterbrechung da gewesen. Und meist sieht sehr gut aus. Das ist auch fast erledigt. Flügen können wir dann in Gemburg machen. So, liebe Schauer, das war auch heute schon die Folge. Ich sag mal tschüss und ciao, ciao. Hat mich gefreut, hat mir Spaß gemacht. Hoffe euch auch. Ja, nochmal schönen Dank fürs Reinschauen, fürs Liken, Abonnieren und so. Wer es macht, ist gut. Und wer nicht, naja, ist auch gut. Sag mal tschüss und winke, winke. Bis dann, ciao.